Okay, nächste Aufgabe, wo es ein bisschen um physikalische Einheiten und auch diese verschiedenen Begriffe hier geht. Wir haben einen Akku mit der Aufschrift 9,5 Ah, also Ampere-Stunden. Das sind tatsächlich diese grauen, quaderförmigen Bleiakkus, die wir bei manchen Schulversuchen verwenden. Da steht das hier drauf. Und ihr sollt jetzt entscheiden, ob folgende Aussagen richtig oder falsch sind, jeweils mit Begründung. Okay, der Akku hat einen Strom der Stärke 9,5 Ampere gespeichert. Scheint ja plausibel, weil hier steht 9,5 A und das H heißt dann wahrscheinlich, eine Stunde lang kann er den abgeben. Das ist kompletter Humbug, denn ein Akku hat eine Ladungsmenge gespeichert, die er abgeben kann. Und tatsächlich seht ihr auch hier, Ah oder mAh, also Milliamperestunden oder Amperestunden, ist die Einheit der Ladungsmenge und nicht der Stromstärke. Diese Ladungsmenge kann er abgeben. Die Stromstärke, also das in Ampere, die sich dabei einstellt, hängt aber davon ab, was ich anschließe an den Akku. Das zeige ich euch jetzt am besten in einer Simulation. Also hier habe ich meinen Akku mit, ich habe mal 2 Volt gewählt. Dann schließe ich da ein Lämpchen an mit 2 Volt und einer Leistung von 0,1 Watt oder 100 Milliwatt. Und der Akku an sich kann keinen Strom speichern oder eine Stromstärke speichern, noch schlimmer, sondern er gibt ja erst Strom ab oder lässt Strom fließen, wenn ich etwas anschließe. Und die Stromstärke, die dabei entsteht, die hängt immer von dem angeschlossenen Verbraucher oder den Verbrauchern ab. Deswegen ist es völlig sinnlos zu sagen, ein Akku oder eine Stromquelle hat einen Strom einer gewissen Stärke gespeichert. Gucken wir uns das an. Lämpchen leuchtet 50 mA ist die Stromstärke und dieses Lämpchen bekommt seine Nennleistung von 100 Milliwatt oder 0,1 Watt. Jetzt nehme ich genau den gleichen Akku und nehme jetzt 2 Lämpchen, die ich parallel an den Akku anschließe, beide wieder 2 Volt, 0,1 Watt. Und wir gucken, was jetzt passiert. Und jetzt bekomme ich auf einmal als Gesamtstromstärke 100 Milliampere, das Doppelte, weil jedes Lämpchen, wie ihr hier seht, bezieht den gleichen Strom mit einer Stärke von 50 Milliampere. Und deswegen liefert jetzt diese gleiche Spannungsquelle mir einen doppelt so großen Strom. So, und das Ganze kann man natürlich auch mit 4 Lämpchen jetzt machen, alle von den gleichen Daten, 2 Volt und 0,1 Watt Leistung. Genauso da, da und da. Und dann sehe ich, jetzt muss die Quelle 200 Milliampere liefern, jeweils 50 für jedes Lämpchen. Und ich könnte jetzt beliebig viele parallel schalten, dann wird die Stromstärke immer weiter anwachsen. Entsprechend wird der Akku dann immer schneller leer gehen, weil er muss jetzt ja jede Sekunde immer mehr Ladung liefern. Irgendwann ist er erschöpft. Und das zeigt jetzt eben ganz deutlich, man kann nicht einem Akku irgendeine Stromstärke zuordnen. Das hängt immer davon ab, wie viele Lampen ich hier anschließe. Okay, ich hoffe, das hat das Verständnis gefördert. Ich schreibe jetzt hier nicht mehr die Antwortsätze hin, das müsst ihr bitte selber machen. Nochmal zurückklicken, wenn es euch nicht ganz klar war und bitte selber formulieren, was ich gerade in Worten gesagt habe. Auf einem Akku kann niemals eine Stromstärke angegeben sein, weil welche Stromstärke sich einstellt, hängt immer von den angeschlossenen Geräten oder deren Anzahl ab. Also das hier ist falsch. Diese Angabe ist nämlich eine Ladungsmenge und keine Stromstärke. So, B ist auch falsch, aber nicht mehr ganz so falsch. Wer das sagt, hat immerhin erkannt, ah ja, hier geht es ja um eine Ladungsmenge und Coulomb ist tatsächlich die Einheit der Ladungsmenge. Aber hier steht halt nicht 9,5 Coulomb, sondern 9,5 Amperestunden. So, und um das eben noch präziser zu begründen, warum das falsch ist, machen wir einfach diese Umrechnung. 9,5 Ampere lasse ich stehen und Stunde ersetze ich durch 3600 Sekunden, 60 mal 60. Sekunden hier, dann kriege ich als Einheit Ampere mal Sekunde, was nichts anderes als Coulomb ist und als Zahl 34.200 Coulomb. Das wäre also die gespeicherte Ladungsmenge im Akku, wenn er voll geladen ist, in Coulomb. So, C, bei einer Stromstärke von 800 Milliampere hält der Akku über 11 Stunden. Okay, da müssen wir gucken.
Da verwenden wir natürlich diese Formel, denn wir haben eine Stromstärke gegeben in Milliampere, wir haben die Ladungsmenge gegeben und wir suchen nach einer Zeit. Okay, das heißt, wir lösen diese Formel jetzt nach der Zeit auf. Wenn ihr euch diese Touchscreen-Methode bei den Thermumformeln gemerkt habt, würdet jetzt auf dieses T drauf tippen, würdet es hier hochschieben, dann steht da Q gleich T mal I oder I mal T. Dann würdet ihr auf das I klicken und würdet es hier runter in den Keller ziehen. Dann habt ihr T gleich Q durch I. Machen wir aber trotzdem nochmal die ausführlichen Schritte. Also mal T, dann kürze ich es hier drüben weg. Links steht I mal T, Q gleich I mal T. Dann noch mal 1 durch I, weil ich will das T ja alleine haben. Dann steht da T ist gleich Q mal 1 durch I oder einfach T ist Q durch I. Und jetzt setzen wir die Zahlen ein. So, und das machen wir gleich intelligent. Wir haben ja hier schon eine Angabe in Ampere-Stunden. Dann rechnen wir die Stromstärke auch in Ampere um. Dann kürzt sich nämlich das Ampere. Und es bleiben gleich die Stunden übrig. Ich muss nachher nicht noch kompliziert irgendwas umrechnen. Hier die Umrechnung für die Ampere. Wir haben 800 Milliampere als Stromstärke. Milli heißt aber Tausendstel, also habe ich 800 Tausendstel oder 0,8 Ampere. Dann kriegen wir 11,9 Stunden raus, was tatsächlich mehr als 11 Stunden ist. Also wäre diese Aussage richtig mit dieser rechnerischen Begründung und die ersten beiden wären falsch.